Jo moin Leute, willkommen zu einem neuen Video, Keystream am Start. Und wir sind beim zweiten Placement Match und ich spiele hier Orianna. Eben mal die Audio-Dingens hier. Na, ist es laut genug? Ja, ich glaube schon. So, nehmen wir das hier mit. Oh, das ist jetzt zu laut. Weiß ich nicht. Naja, so müsst passen. Jetzt gehen wir mal die Kuh als erstes. Wir spielen auf jeden Fall gegen eine Annie, soweit ich das gesehen habe. Ja. Annie und Fiddle Jungle. Bin ich TS gemutet? Ja, bin ich. Okay. Also, das ist wieder auf meinem Main, das zweite Placement Game. Und diesmal wollte ich mit Orianna spielen. Mal sehen, ob sie diese Season immer noch so gut ist, wie ich sie von damals in Erinnerung habe. Eigentlich wollte ich das auf meinem Smurf ausprobieren, weil ich kann es einfach nicht abwarten. Ich will letztendlich gerankt sein mit meinem Main-Account. Ist mir jetzt auch scheißegal, ob ich Platin 5 oder wo auch immer eingestuft werde. Hauptsache, ich bin endlich in irgendeiner Elo. Es fuckt einfach ab, Smurf zu spielen irgendwie. So. Ach, die Annie heißt Anal Destroyer, okay. Die sind echt ziemlich squishy, das ganze Team. Wir aber auch. Na gut, wir haben einen Braum. Und ich weiß nicht, wie der Ranger kaufen wird, aber an sich sind wir auch nicht ganz so tanky. Ich glaube, das wird hier erstmal ziemlich langweilig und farmlastig auf dieser Lane. Ach Gott, ich Noob. Ich glaube, die haben die Mana-Kosten erhöht von dem Ding, oder? War da nicht irgendwie sowas? 50 Mana, war das nicht vorher auf 40? Ja, wie will denn der Ranger das denken? Ja, das kann er niemals denken. Null. Ein Auto-Attack, oder reicht das vielleicht? Ja. Okay, sehr gut, Ranger. Das hat er gut gemacht. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass er das hinbekommt. Ich dachte, sie würde aus dem Dings flashen. Also sie hat am Ende geflasht, was ziemlich bescheuert. Oder hat sie, ist sie überhaupt geflasht? Ich glaube schon, ne? Gerade am Ende nicht mehr wirklich aufgepasst, aber ich glaube, sie ist geflasht. Es war dumm, sie hätte einfach seinen Stun flashen sollen. Und diesmal habe ich einfach meine Ignite draufgeballert. Normalerweise, es war ja letztens auch wieder so, dass ich gewartet habe. Und dann sterben die immer nicht. Ist ja schon wieder zurück. Das ist sehr aufregend. Ja, aber sollten wir hinkriegen gegen Annie ist eigentlich, soweit ich das in Erinnerung habe, ist das Matchup Annie Orianna sollte eigentlich eine Orianna gewinnen. Ja, ich denke schon. Ich weiß halt immer noch nicht, ob man das kauft. Irgendwie, warte mal, 2700 kostet das. Das kostet 2300. Vielleicht kauft deswegen. Wisst ihr was? Ich kaufe das hier. Weil die zum einen ein Viertel haben. Habe ich das nicht letztens auch ausprobiert mit irgendeinem Champ? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die haben ein Viertel. Da dürfte das Item nicht ganz so verkehrt sein. Und vor allem die Kosten sind davon geringer als von Athens. Und hier die Magieresistenz wurde genervt. Fähigkeitsstärke ist auch nur 60. Hier war das 80, ne? Ja. Und das Item an sich ist billiger. Na, und die Mana-Regeneration ist auch okay von dem anderen Item, deswegen denke ich, ist Morellos auf jeden Fall nicht verkehrt. Vor allem, wenn man gegen einen Fiddle spielt. Oh Gott. Dein Ernie. Was ein Retard. Okay, da haben wir sie nochmal.
Ich würde jetzt gerne weggehen. So, jetzt sind wir Level 6 und gehen auf Berg, der fülle Spot. Das heißt, wir müssen hier keine Angst haben. Wir haben leider nicht genug Geld hierfür. Ärgert mich gerade ein bisschen, wenn ich das verkaufe. 14 Gold nur. Ja doch, ich will das schon haben. Nehmen wir halt nur zwei Pots mit, ist auch kein Ding. Wie läuft's auf den anderen Lanes? Rengar macht sich gut, glaube ich. Bei mir läuft's auch okay. Jinx. Ja, ja, die packen das schon. Muss auf jeden Fall ein bisschen besser farmen. Mein Farm ist echt richtig scheiße, sogar mit Orianna gerade. Normalerweise geht das mit Orianna echt ziemlich easy. Aber die pusht mich ja auch eher so krass ein. So. Hab ein bisschen Angst vor dem Fiddle, um ehrlich zu sein. Der wird jetzt 100% irgendwie versuchen, der Annie zu helfen, bin ich mir ziemlich sicher. Der Damage ist auf jeden Fall ordentlich. Also geht auf jeden Fall klar. Nein! God damn, das war so bad. Ich hätte einfach einen Auto-Attack geben sollen. Ah, oh, God damn! Das war so ein Flash-Waste. Fuck, ich war mir so sicher, dass die Q trifft. Aber die ist zu langsam. Oh, komm, komm, komm! Okay. Das wäre jetzt richtig ärgerlich gewesen, wenn die irgendwie parieren oder irgendwie sowas abgehabt hätte, die Fiora. Das wäre jetzt echt richtig ärgerlich. Nehmen wir mal noch einen Ward mit. Na gut, okay. Wir haben zwar keinen Flash mehr. Aber wir sind... Wir haben mehr Kills und mehr Farm. Mann, ich hätte jetzt 3 Kills haben können, ne? Das ist echt ärgerlich. Es war Free Kill. Vor allem, ich habe beide Summoners geused, Ignite und Flash. Ein Blue wäre jetzt richtig krass. Wo geht der denn hin? Machen die echt Dragon? Nee. Hey, wake up. Und da werde ich angestupst. Ja, wo sind die hingegangen? Tibas? Bitch, what? Das war nur eine Kuh, ne? Das war nicht mal... Oh, holy shit, mein Damage ist echt krass gut. Ach, trollt die jetzt? Ah, ich glaube, die trollt jetzt. Oh Gott. Dead Annie. Nein, 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 gib mir den. Nein, ein HP. So. Okay, wenn die Annie jetzt trollt, sollten wir das gewinnen.
Hat die vorne auch schon getrollt? Nee, oder? Keine Ahnung, entweder die war so hart, Bert, oder die trollt schon von Anfang an. Na, dann pushen wir mal. What? Alter, der Ränger hat's drauf. So, alle tot, können wir in Ruhe pushen. Ich habe auch schon ziemlich viel Geld jetzt. Na, kriege ich den Tower noch? Das wird richtig close. Blue Buff ist jetzt hier unten links. Das regt mich immer. Das verwirrt mich immer richtig krass. Was macht denn die? Alter, fuck off, Fiddle. Mit deiner behinderten Ulti. Okay, das sollte jetzt gewonnen sein. Ich glaube, selbst wenn die nicht getrollt hätte, hätten wir das auch gewonnen. Der Ring war ziemlich gut, der hätte das. Der hätte das irgendwie gecarried, glaube ich. Obwohl, ich habe noch gar nicht gesehen, ob der gut ist oder nicht, aber der hat einen Triple gemacht und war in der Mitte jedenfalls useful. Der wird anscheinend schon gut sein, irgendwie. Nee, so machen wir das nicht. Doch, doch, doch. Okay, wir machen es doch so. Meine Mathe-Skills wieder. Ich dachte, ich könnte ein bisschen Magic Pen, ein bisschen AP und ein Ward holen, aber kann ich nicht. So, jetzt haben wir auch Moradonomicon. Kriegen wir den Fiddlesticks ein bisschen easier down, auch wenn ich keine Ignite abhabe. Na lol. Diese Last Hit Mechanics. Obwohl wir stehen ganz okay gerade. Das ist sehr aufregend. Na, die Nami. Keine Mana. Kann man schon killen, wenn die was treffen, ne? Na, eine Tristana so. Ist mit dem Autodeck gestorben. Falls sie nicht irgendwie. Ach, keine Ahnung. Mein Autodeck hat auf jeden Fall ordentlich Damage gemacht. Ja, wir sollten jetzt auch mal langsam finishen dann. Oh Gott, das Game ist echt langweilig geworden jetzt. Schade. Würde ich normalerweise eigentlich gar nicht hochladen, aber habe mir vorgenommen, alle 10 Placement-Matches hochzuladen. Tracked. Bin out of Mana und der Fiddle bereitet da gerade sein Ulti vor. Ja, genau, Push und der Fiddle steht da und will uns alle killen. Oh Gott, scheiße, ich hab Schluck auf. Holen wir uns mal Dings her. Wie heißt die Erweiterung nochmal? Fuck, ich hab den Namen vergessen.
Heimwacht? Nein, wie heißt denn das auf Englisch? Oh, kein Plan mehr. Okay, dann pushen wir mal. Okay, RIP. Oh, er schafft's nicht. Eigentlich wollte ich ihn beleben, aber er ist, glaube ich, gestorben ohne mich. Das Promo-Game. Wir sind eins. Nein. Keine Mana. Hatten die gekauft? Ganz schön rein, die ist 4 Level unter mir. Macht trotzdem gut Damage. So. Nein, nimm doch nicht dein Blue. Brauche ich den gegnerischen Blue. Na, kriegt sie den auch? Was macht denn die? Fuck. Ach, komm schon, ey. Brauch nen Blue. Okay. Die Ulti war nicht nötig, aber... Nein! Oh Mann! Ich bin so ein Retard! Wäre ich doch nicht out of Mana. Ach, wäre ich nur nicht out of Mana, hätte ich nur einen Blue! Fucking Bullshit. Weißt du, was ich mir jetzt hole? Mana Mu... Nee. Tränen der Göttin. Tränen der Göttin und daraus baue ich das hier. Oder ich hätte mal links holen sollen. Das hier. Mal sehen, wie viel bringt denn das? Jetzt gerade habe ich... Ja, sehe ich nicht, weil ich tot bin. Mal sehen. Jetzt gerade habe ich 7-2. 8. Na? Nehmen wir das hier. Wenn ich jetzt schon 8 habe, dann habe ich gleich noch viel mehr. Aber das Ding ist, mit Tränen der Göttin hätte ich halt ganz hoch stacken können. Aber dafür sind wir... In der 20. Minute ist ein bisschen zu spät. Das Game ist so gut wie rum. Deswegen lohnt sich das jetzt nicht mehr. Oh, die geben auf. Ah, GG. Okay, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Placement-Match. Vielleicht nehme ich hier nach sogar direkt noch eins auf, weil das hier so ein bisschen langweilig und kurz war. Ja, okay, bis dann. Haut da rein.